Ja, hallöchen, wunderschönen guten Tag. Ich bin heute hier an einem ganz, ganz wichtigen Ort in St. Stephan in Österreich im Böhmischen Wald und bei mir ist das glückliche Geburtstagskind Karl Pilzel. Hallo lieber Karl. Grüß dich. Ja, ich finde das super, super toll. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine wundervolle Einladung. Also ich muss sagen, es hat mich sehr, sehr, sehr berührt die letzten 3 Tage. Ganz, ganz sensationell. Und wie fühlst du dich? Ich fühle mich richtig gut. Es ist das Schönste, was man erleben kann, wenn man sieht, dass Samenkörner, die man jahrzehntelang streut, dass die auch aufgehen und Frucht bringen, die Menschen rundum wachsen, nicht nur persönlich wachsen, sondern auch in den wirtschaftlichen Bereichen wachsen, immer erfolgreicher werden. Es gibt keine bessere Entlohnung. Man könnte keine Rechnung schreiben dafür, keine bessere Entlohnung, als das zu hören, was aus den Menschen wird, die einem begegnen. Ich finde das ganz, ganz klasse. Was ist das für dich so für ein Gefühl, wenn du auf dein Lebenswerk schaust? Ich meine, du hast ja deine wunderschöne These, wo du sagst, jetzt nochmal 30 Jahre vor dir und du mal kurz zurückblickst. Was empfindest du da? Also ich bin ja erst 65. Ich habe nur 47 Jahre Unternehmertum, wo ich zurückblicken kann. Okay. Also mein Lebenswerk hat erst gerade mal begonnen. Aber es ist schon etwas, was man, worauf man stolz sein kann, dass das einfach möglich ist. Dass man, wenn man dem Herzen folgt, wenn man der inneren Stimme folgt, wenn man weiß, dass Gott mit einem ist und man mit ihm rechnen kann und er ganz einfach dein bester Freund ist und Geschäftspartner, dann kann man nur sagen, es kann gar nicht anders sein, als dass man erfolgreich ist. Man muss nur frei werden von Religion. Religion macht die Menschen komisch, aber Gott macht sie erfolgreich. Das ist ein Riesenunterschied. Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde das ganz, ganz toll, auch die Ermutigung, die du den Menschen mitgibst. Ja, viele bereiten sich ja auf das Rentenalter vor und du hast es ja sehr, sehr lustig gesagt. Du hast von der Rentenanstalt, wie es so schön heißt, Bescheid bekommen, dass du in Rente gehst. Ja? Gehen soll. Oder gehen soll, ja genau. Und ich finde das einfach ganz, ganz klasse, dass du sagst, hey, jetzt geht es erst recht nochmal los, jetzt fängt das Leben erst richtig an, als Mut für viele, viele Menschen draußen, das Leben wirklich in die eigenen Hände zu nehmen. Weißt du, es ist wirklich etwas, was in meinem Herzen brennt. Ja. Den Menschen Mut zu geben für die Freiheit. Mhm. Nicht sich abhängig machen von anderen Leuten oder sich nicht drüber trauen, arm sein am Mut und dann und ein ganzes Leben lang im Mangel zu leben, rundherum Mangel, nicht nur materiell. Das kann nicht attraktiv sein. Und das Schönste für mich ist, wenn ich das, was ich in meinem eigenen Leben erlebt habe, aus dem Nichts kommend, in 47 Jahren Unternehmertum alles erleben können, was man so erleben kann, das weiterzugeben an andere Menschen. Ja. Das ist das, was ein das eigene Herz zum Hüpfen bringt. Ja, ich finde das toll, auch die ganzen Laudatios heute für dich. Also, ich bin normalerweise ein relativ cooler Typ, ja. Aber ich muss sagen, heute habe ich ja etliche Male Tränen in den Augen gehabt vor Rührung. Und das ist einfach wunderschön, wie vielen Menschen du geholfen hast in deinem Leben, wie viele Menschen du berührt hast. Und wenn ich mir so vorstelle, wie viele Menschen du noch berühren wirst, also das ist schon großartig, dass es solche tolle Menschen wie dich gibt, lieber Karl. Weißt, man kann das nicht planen. Ja. Man muss nur sagen, ja, ich will ein Seemann sein. Ich will Saatgut ausstreuen. Ich will großzügig sein mit dem, was ich erlebt habe, erfahren habe, die Möglichkeiten, die man selber hat. Großzügig umgehen damit, wie ein reichlich sehender Seemann. Alles andere Automatismus. Ja, alles kommt von selbst. Das finde ich fein und ich finde es auch toll, wie du einfach aussehen tust und du hast auch keine Angst, dass dir die Saat gut ausgeht, ja? Na, ganz sicher nicht. Ja, ich finde das super. Karl, wenn du unseren Zuschauern noch 2 wichtige Sachen mitgeben kannst für ihr Leben, was wäre das? Das Wichtigste ist, dass du einfach weißt, dass der dich berufen hat. Also, fangen wir anders an. Es gibt 2 wichtige Tage im Leben eines Menschen. Die 2 wichtigsten Tage. Der erste Tag, an dem du geboren wurdest. Der zweite Tag, an dem du herausgefunden hast, warum du überhaupt mit deinen Talenten und Fähigkeiten auf diese Erde gekommen bist. Und wenn du den zweiten Tag erlebt hast, dann kannst du hundertprozentig darauf vertrauen, dass der dich auf diese Erde geschickt hat, ein größeres Interesse daran hat, dass das auch stattfindet als du selbst. Und wenn du diesem Gott vertrauen, wenn du so willst, vorwärts gehst, dann kannst du gar nicht anders als funktionieren. Denn der dich berufen hat, ist in der Sache drin. Ja. Und das nächste ist, dir selbst zu vertrauen. Sich selbst zu vertrauen, dass ich in der Lage bin, das zu tun, was in meinem Herzen brennt. Und das dritte ist, anderen Menschen vertrauen. Den Menschen um sich herum das Vertrauen entgegenbringen, das Vorschussvertrauen entgegenzubringen, dass sie das auch können, was sie zu tun haben. Und dann erlebst du ein herrliches Leben.
Ja, lieber Karl, du hast das so schön gesagt. Ich danke dir tausendmal für alles. Auch du hast mich wieder sehr, sehr, sehr berührt und ich freue mich, mit dir des Weges zu gehen und mit vielen, vielen anderen Menschen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Genieß deinen Tag heute Mittag noch mit deiner Familie und ich freue mich jetzt schon sehr, dich wiedersehen zu dürfen. Dankeschön. Alles Liebe, danke dir, lieber Karl. Jetzt.